wie Influencer dich hässlich machen. 27 Minuten. Wir schauen einfach rein, Digga. Ich weiß gar nicht, was mich erwartet. 1 to 10, what would it be? How to become that girl. 3 ways to instantly look more attractive. Do you want to become your most attractive self? That when you walk into a room, everyone's heads turn and look at you. If you have dark spots, to try this if you struggle with pigmentation. I hate hyperpigmentation. What skincare routine? How to lose weight like really fast. Hey guys, I'm gonna tell you guys how to get model skinny. Hey guys, this is just what I eat in a day with a calorie deficit of 1200 calories. Here are some things you can do to appear more attractive. If you want to become your most attractive self. Im Hintergrund ist einfach nur der Sound von mehreren TikTokern, die darüber reden. So werdet ihr hübsch und so bekommt ihr eure Akne weg und so. Und Kyla ist jetzt vor dem Spiegel und schaut sich so an, als wäre die insecure, ein auf den. Weil sie halt die ganze Zeit so aussehen möchte, ein auf den wie diese Influencer. Also die schlüpft gerade in die Rolle eines normalen Teenies rein, für die Leute, die es nicht verstanden haben. That when you walk into a room, everyone's heads turn and look at you. Wow, das war ein dramatisches Intro. Mhm. Bisschen. Ich wollte mich mal ein bisschen cinematografisch kreativ ausprobieren, ein bisschen ausleben, sonst sitze ich ja immer nur wie ein Schwanz. Außer auf meinem Zweitkanal, da kann ich auch laufen. Wir haben gerade einfach ein Gebiss gefunden. Ein echtes Gebiss. It fell out of my mouth while I was trying to give the grass a blowjob. Na, was soll ich tun? Ich wollte kurz dabben und dann habe ich es mir anders überlegt. Jetzt habe ich es getan. Komm, stell dich deinen Ängsten. Meine Angst ist Dab. Ich gehe heute mega loco. Ihr seht mich manchmal mit einem Energy Drink, mit einem Kaffee. Was denn auch noch hin? Heute habe ich was ganz Wildes. Heute habe ich mir als Snack beim Video eine Cola geholt. Weiß nicht, was es ist letzte Zeit, aber manchmal habe ich so Cravings für Cola. Obwohl ich Cola eigentlich extrem ekel. Bin noch so jung, habe schon Probleme. Chat, alles, was ihr auf Social Media seht, ist Fake. Wallabila, den Leuten, die so tun, als ob es den Baba geht. Yeah, Jetski, yeah, Lamborghini. Walla, es ist nicht so. Ich finde, also ein bisschen wie bei Männern. Welche Männer auch extrem eklig finde und trotzdem sie manchmal crave. Hey, es kommt auf die Sorte und die Tageszeit an. Also, Social Media macht dich hässlich. Ganz entspanntes Thema, komm. Chillen wir, setzen wir uns hin. Nichts Großes. Ich habe überlegt, wie ich das Video nenne. Social Media macht dich hässlich. Warum du nie aussehen wirst wie Influencer. Ich weiß es immer noch nicht. Das, was da steht, ist es halt geworden. Inspiriert zu diesem Video hat mich ein TikTok von der TikTokerin Jules Boring Life. Ich kenne sie nicht persönlich. Ich habe nichts Persönliches. Jules Boring Life, eine Inspiration? What? Okay. Es ging sie. Ich habe nur dieses Video gesehen. Und ist gestitcht. Falls ihr nicht so auf TikTok unterwegs seid, ihr Opas und Omas. Das heißt, dass ihr praktisch auf das Video reagiert. Das wurde leider von TikTok runtergenommen, wegen Darstellung sexueller Inhalte. Ich saß einfach ganz normal in einem T-Shirt da. TikTok findet mich einfach anders geil, weil Videos von mir werden dauernd deswegen runtergenommen. Hör auf zu flirten, TikTok. Ich habe genug. Ich wollte einfach nur einen kleinen Zischer haben mit diesem Stitch. Bisschen auf das Thema aufmerksam machen. Jetzt kommt das ganze Fass. Hey, es ist nicht meine Schuld. Don't shoot the messenger, okay? Es handelt sich nämlich, ohne jetzt viel Schnickschnack weiter von mir, um dieses TikTok von Jules Boring Life. Let's go. Heute ist ein kleiner Kindheitstraum für mich in Erfüllung gegangen, und zwar habe ich meine Zellulite entfernen lassen. Ich habe zu diesem Video ein, zwei Sachen zu sagen. Zellulite entfernen lassen, Kindheitstraum, sie kette mal. Wer ist denn dieses sexy Beast hier? Falls ihr es akustisch nicht perfekt verstanden habt, sie hat gesagt, sie erfüllt sich heute ihren Kindheitstraum und lässt sich ihre Zellulite entfernen. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Da war also, kann ich da noch irgendwas dazu sagen? Tschüss. Oder mein Kindheitstraum war einfach damals, Digga, keine Ahnung, Pikachu finden oder so, also so ein Real-Life-Pikachu. Oder ich habe immer so darüber nachgedacht, immer so einen kleinen Zwerg zu finden, aber jetzt nicht mich selber oder so, nicht, dass ihr falsch versteht. Ich wollte wirklich so einen winzigen Mann finden und ihn in so ein Glas einsperren. Und dann wollte ich immer mit ihm so reden, so unter der Decke. Und dann so, hey, was geht ab, wie geht's dir und so. Ja, meine Eltern kommen oder ich muss mich verstecken. Und er so, nein, nein. Ich so, doch, ich muss und so. Ey, das war immer mein Kindheitstraum. Das ist richtig geil, Bro. Rein faktisch gesehen, ist es so, als würdest du sagen, ja, heute lasse ich mir mal einen Zeh entfernen. Okay. Wie viel Sinn ergibt die Analogie? Ich meine damit, dass wahrscheinlich über 99% der Frauen der Welt 10 Zehen haben. Warte, haben wir? Ja, 10 Zehen. Kleiner Zeh, großer Zeh? Ihr wisst, was ich meine.
Also, das ist so, als würdest du sagen, du gehst jemanden Zeh entfernen lassen, obwohl über 99% der Frauen der Welt Zehen haben. Und wir alle wissen, es ist komplett normal, Zehen zu haben. Except, wissen wir nicht, durch solche Videos und dadurch, wie wir von den Medien etc. sozialisiert wurden, wo uns gesagt wird, Zellulite ist nicht normal und ist kein Makel. Ich sag auch in einem TikTok so, es ist ultra verantwortungslos, so ein Video zu posten mit diesem Wording. Und es ist auch schädlich für junge Follower. Sie hat viele junge Follower. Also ihre Zielgruppe ist auf jeden Fall jünger. Und wenn es das erste Mal ist, dass zum Beispiel viele von diesen jungen Mädchen das Wort Zellulite hören, dann hören sie es im Zusammenhang mit entfernen lassen und behandeln, als wäre es ein Makel, den man entfernen kann. Ganz kurz die Hard Facts dazu. Wirklich, über 99% der Frauen haben Zellulite. Es ist kein Makel oder etwas, worunter wir leiden. Es ist einfach unser Körper. Es ist der natürliche Prozess, wie sich unser Körper entwickelt. Wir alle haben es. Ladies, wir sind alle im Zellulite-Club. Manche visuell mehr, manche visuell weniger. Aber fast alle haben es an irgendeinem Punkt ihres Lebens. In diesem Video sagt sie nicht, dass Zellulite komplett normal sind, dass die meisten Frauen das haben, dass uns das so eingeredet wird oder bla bla bla. Sie informiert also nicht auf eine positive Art und Weise, meiner Meinung nach, darüber und gibt allen Mädchen, die Zellulite haben, kein gutes Gefühl. Und es ist nicht ihr Job, allen die ganze Zeit ein gutes Gefühl zu geben. Aber es ist auch irgendwo ihr Job, sich Gedanken darüber zu machen, was sie hochlädt und über ihre eigene Verantwortung bewusst sein. So, ich weiß als Influencer aus eigener Erfahrung, man lädt manchmal Sachen hoch, man macht sich keine Gedanken, man meint... Das ist scheiße, ne? Das Thema hatten wir auch öfter mit Lena Glems, war das. Mich wundert gar nichts mehr. Jules Walking Live sowieso so eine richtig komisch. Ich finde sie richtig komisch. Ich weiß nicht warum, Bruder. Immer wenn ich sie sehe. Ich weiß nicht, Bruder. Keine Ahnung, Bruder. Die fuckt mich so ein bisschen ab, Bruder. Ich weiß nicht, Bruder. Die fuckt mich voll ab, wenn ich ihre Fresse. Ich bekomme so Aggression, aber ohne Sinn, so wallabilla. Immer so vor der Kamera, so wenn die TikTok hochlädt, ein bisschen so machen, ne? Und dann, ich weiß nicht, Bruder. Die macht das so komisch. Ich weiß nicht, Bruder. Ich mag sie einfach nicht. Sie ist sehr komisch, Bruder. Sie ist sehr komisch. Sehr, sehr oft nicht böse und trotzdem fühlen sich Leute angegriffen und man drückt oft zu schnell auf den veröffentlichten Button. She met me on the tour, she keeps knocking on my door, she won't leave me. Also sie ist erwachsen, ich denke schon, sie kann sich auf jeden Fall Gedanken darum machen, was sie postet. Und ich glaube, das Video ist auch gelöscht. Ich weiß nicht, ob sie es gelöscht hat oder es runtergenommen wurde. Aber es tut mir todesleid, dass sie seit ihrer Kindheit anscheinend, seitdem sie ein fucking Kiddo ist, denkt, dass die natürliche Entwicklung ihres Körpers makelhaft ist. Der Großteil der Beauty-Industrie sind Männer. Diese Männer profitieren todes von unseren Unsicherheiten. Und dass Zellulite ein Problem ist, wurde erstmals von Männern festgestellt. Als ob Frauen wirklich so in der Kindheit darüber nachdenken, so über sowas. Walla, wir haben einfach darüber nachgedacht, ey, wann kommt GTA 3 raus oder GTA 4? Und meine lieben Schnecken, wenn ihr einmal in dieses Loch reinkommt, indem ihr euch darüber informiert, immer mehr versteht, wie hart wir Frauen sozialisiert werden, uns selbst zu hassen durch die Medien. Ihr würdet es nicht glauben, ihr seid bei so vielen Sachen so, oh mein Gott, ich bin fucking aufgewacht. Und es ist sehr viel fürs männliche Auge, was Männern besser gefällt, nicht für uns selbst. Was bringt mir es, wenn ich keine Zellulite habe? Ein paar Leute denken sich, Männer vor allem, die hat ja tolle glatte Beine. Ganz tolle glatte Beine. Mega. Das hält meine Ehe am Laufen, wenn ich mal eine schließe. Aber ich will da jetzt nicht tiefer reingehen. Das wäre nochmal ein separates Video, wo man diese Sachen auseinander nimmt. Heute gehen wir darauf in kleinerem Maß ein. Aber ja, Zellulite, meine lieben Frauen. Ist wie eine Tür. Musst du durch. Und ja, die hat das schon so sarkastisch gemeint. Du läufst einfach nur durch, dann bist du auf der anderen Seite. Also lauf nicht gegen die Tür und versuch deine Zellulite zu entfernen, weil bei aller Liebe. Bisschen Sport kannst du machen für straffe Beine, kannst dich gesund ernähren. Das alles hilft, aber das ist nicht nur für Zellulite, sondern generell, dass dein Körper... Bruder, warte mal, jetzt an die ganzen Damen, die hier gerade in diesem Livestream sind. Habt ihr wirklich mit 8 Jahren, mit 9 Jahren, 10 Jahren, habt ihr über sowas nachgedacht? Bruder, ich bitte dich, yo. Was hab ich verpasst, Bruder? Ich sah aus wie der größte Peach mit 10. Ich hatte keine Zähne, Bruder. Ich weiß selber nicht, was Zellulite ist. Digga, worüber denken die nach, Bruder? Irgendwas mit Beinamen abbringen. Was soll ich verstehen, Digga? Ach du Scheiße, Digga. Healthy ist, sich gut fühlt. So ein bisschen was kannst du machen, aber es gibt noch nichts wissenschaftlich Bewiesenes, dass du es entfernen kannst. Und warum sollst du es überhaupt entfernen lassen? Es ist kein Problem. Es ist nichts, was dich beeinträchtigt. Fast alle Frauen haben das. Und ich glaube, ich hatte auch ein Problem damit, dass sie die Leute so mitgenommen hat und das mit dem Kindheitstraum. Das hat mich schon was in meinem Gehirn so richtig gekitzelt. Bleibt euch einfach einer Sache, Chats. Wanda, bleibt so, wie ihr seid. Irgendjemand wird euch so nehmen, wie ihr seid, Digga. Und irgendjemand wird euch genau so lieben, wie ihr seid. Nicht anders, nicht anders, wenn ihr euch verändert, wird genau diese Person vielleicht nicht kommen, weil ihr eben anders dann aussieht. Versteht ihr, was ich meine? Vielleicht will euch eine Person genau so, Bruder. Verstehst du? Nicht auf so eine Haha-Art, sondern auf so eine Hör-auf-Art. Wisst ihr, wenn man so doll gekitzelt wird, dass man einfach nur weinen will, weil man so überfordert ist. So hat mich das gekitzelt.
Kommen wir zu Influencern, die Werbung für Schönheitseingriffe machen. Weil als ich dieses Video gesehen habe, bin ich noch auf ein paar andere Sachen gestoßen, wo ich mir gedacht habe, holla die Waldfee. Das kann ja nicht gut enden. Und ich will jetzt nochmal, bevor ich loslege, bevor es hier so da losgeht, ich will nur sagen, das ist alles meine persönliche Meinung. Ihr dürft gerne eine andere Meinung haben. Ich freue mich, sie zu hören. Das Kommentarfeld ist offen für alle. Und es geht auch nicht gegen die Mädchen, die ich als Beispiel nenne, persönlich. Geht ihr nicht zu irgendwem und greift die Person an, weil das sind keine Dinge, wofür man die Person angreifen wollte. Ich bin lediglich hier, um meine Gedankenmeinung darum zu äußern. Ich rede einfach darüber, weil ich es für wichtig halte. Also, ah. Und noch ein Disclaimer. Ich sage nicht, dass ich die ganzen Sachen, die ich sagen werde, raus habe. Ich bin nicht perfekt. Ich bin selber miese im Prozess von allem. Ich sage nur, was ich jetzt denke und wie ich die Themen jetzt sehe, wenn ich darüber nachdenke. Was nicht heißt, dass ich perfekt darin bin. Also es gibt eine fucking Influencerin, die heißt Lena Glams, okay? Und sie hat mit 19... Ach, Digga. Ich kann das nicht, Bruder. Ich habe keinen Bock, jetzt noch auf Lena Glams einzugehen. Ein BBL gemacht. Mit einer Kooperation. Wie heißt das? BBL? Diese Scheiße kann tödlich enden, ne? Kommt drauf an. Bruder, die Scheiße kann doch, ja. Soweit ich weiß, kann die Scheiße wirklich tödlich enden. Warum macht man eine Kooperation, Bruder? Mach eine Kooperation für BBL, Bruder. Ja, was für Deals habe ich alles abgelehnt, Bruder? Solche Leute kommen, nehmen solche Kooperationen an. Was für Deals habe ich abgelehnt für die Sicherheit meiner Zuschauer? Das ist ein Bastard. Aber ist true, Walla Villa. Ich habe wirklich so viel abgelehnt. Kaum solche Leute, Digga. Die hat schon gemacht jetzt. Ja, du siehst du vom Kleid her jetzt. Die opfert ihr Leben fast. Du sagst keinen Unterschied. Bruder, bitte, Walla, kein Unterschied. Ey, Digga, die hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Damit. Bruder, 2 Monate Sport. Falls ihr nicht wisst, was es ist, ich küsse euer Herz. BBL steht nicht für Bücher brauchen Liebe oder Baumblütenbier. Lena Glams, 19, hat keine Kooperation mit Baumblütenbier gemacht oder einen Buchclub besucht. BBL steht für Brazilian Butt Lift. Weiß jetzt, was ist der Brazilian Butt Lift? Ach, nichts Großes, ist nur die tödlichste Schönheits-OP der ganzen Welt. Aufentspannt. Bei der Operation nimmt man Fettgewebe aus der Taille zum Beispiel raus. Wie eine Spritze, weil es ja Gewebe ist. Und spritzt es dir in den Arsch und in die Hüften und in die Oberschenkel. So Kim Kardashian, die ganzen Atzen da. Diese, so wie niemand geboren ist. 1% der Welt natürlich so eine Figur hat. Ich habe mich gerade im Vereiner gesehen und ich habe mir den Ick gegeben. Warum habe ich die Zunge ausgestreckt? Also alle verantwortungsvollen Ärzte, Chirurgen raten davon ab, weil du kannst halt verrecken. So, es ist... Ja. Die tödlichste und generell eine der tödlichsten OPs der Welt, das wurde gesagt. Aber auch eine der tödlichsten Schönheits-OPs. Allein, du kannst halt verrecken. So, ist die tödlichste und generell eine der tödlichsten OPs der Welt, wurde gesagt. Aber auch eine der tödlichsten Schönheits-OPs. Allein im Jahr 2021 gab es ungefähr 62.000 BBL-OPs. Und seitdem was? Was? Allein im Jahr 2021 gab es ungefähr 62.000. 62.000 Menschen allein im Jahr 2021. Das ist schon hart, Bruder. Was laberst du? BBL-OPs. Und seitdem ist die Anzahl der Behandlungen extrem nach oben gegangen. Es gab schon etliche Tode. Und Lena Glams mit 19, was, oh, das ist so... So eine ehrenloser Prima. Mit 19 einfach so einen großen Schritt zu machen, wenn man so, ja, irgendwie unzufrieden mit der Figur ist oder so. Und ganz vielen Influencern, die den Brazilian Buttlift gemacht haben, schreiben Leute dann, oh mein Gott, du hast so eine geile Figur.
ich will aussehen wie du, da. Kylie Jenner ist auch ein gutes Beispiel und das ist halt insane für mich, dann diese Kommentare zu sehen und mir zu denken, dass Leute sich dann damit vergleichen. Auch weil viele dann vielleicht nicht wissen, dass die Person BBL hat und davon ausgehen, dass man einfach so aussehen kann, dass man einfach so Pech hat mit seiner eigenen Figur, weil man jetzt nicht gebaut ist wie eine Sanduhr. Aber bevor ihr irgendwen um den Brazilian Buttlift beneidet, will ich nur ganz kurz sagen, die waren bereit dazu, für einen fetten Arsch zu sterben. Die mussten ein Schreiben unterschreiben, die Unterschrift, ihren Namen darunter setzen, in einem Schreiben, wo drin stand, vielleicht verrecken sie an ihrem Wunsch nach einem großen Arsch. Und die haben gemacht, das würde ich so nicht unterschreiben. Muss man sich die Frage stellen, will ich lieber mein ganzes Leben lang einen natürlichen Arsch, den ich mir auch noch antrainieren kann, so durch Sport einen Arsch kriegen, ist ja auch nicht aus der Welt. Oder will ich bei meiner baldigen Beerdigung im Sarg verkehrt rumliegen und Skims anhaben, damit doch irgendwer sieht, wofür ich gestorben bin und sich denkt, das ist ein Mordsarsch. Muss man abwägen, so. Ich meine, wenn du sagst, die for that ass, you do you. Trotzdem muss man sagen, das zu vermarkten, ich finde das schwierig, weil im Endeffekt, wenn du eine Person bist, zu der Leute einen Bezug haben, der Leute vertrauen, zu der sie eine parasoziale Beziehung haben, man könnte natürlich argumentieren, ja, aber die nehmen einen halt in deren Leben mit, das ist deren Job, das machen die so. Aber die können selber entscheiden, wann sie Leute mitnehmen und wann nicht und können selber abwägen, was passiert, wenn ich das in eine Stelle. Natürlich bei solchen Thematiken, es macht halt kranke Views, deswegen machen das dann die meisten umso eher. Aber ich finde es extrem schade, Marmelade, und würde mir einfach wünschen, dass man vielleicht sowas privater hält und ich sag nicht verheimliches und tu so, als hättest du auf einmal einen Kim K-Arsch. Und ich kenne auch nicht den perfekten Weg. Ich würde es sogar in Ordnung finden, dass wenn die dann sowas machen, dass sie im Nachhinein dann einfach so eine Story machen und ehrlich sagen, hey, ich habe zum Beispiel was an meinen Arsch verändert, ich habe was an meinen Zähnen verändert, aber halt nicht den Prozess zeigen, es nennen, etc. Verstehst du, was ich meine? Dann geht das schon wieder in diese zu viel, in diese Richtung Marketing, nenne ich das mal so. Und ja, bringt diese Jugendlichen dann davon zu recherchieren und sonst was zu machen. Spezifische kranke Thematik bei diesen ganzen Beauty-Eingriffen. Aber ich würde transparent sein, sagen, ich habe es gemacht, aber so Leute mitnehmen und so die positiven Aspekte davon aufzählen und so encouraging sein und zu sagen, ja Mann, das ist schon heftig. Lena Glams hat letztens casually in ihrer Insta-Story gepostet, dass sie so close ist, sich einen zweiten BBL zu machen. Halt deine Fresse, Digga. Na, what the fuck, Bruder? Die will zweite Mal BBL machen. Junge, will die mich verarschen oder was? Alhamdulillah, dass du noch lebst, ja, nee. Scheiß mal auf zweite BBL, Digga. Willst du mich... machen, aber sie geht nochmal ins Gym und guckt, so als würde sie Brot kaufen gehen. Ich mache mir vielleicht einen zweiten BBL. Ich habe es wirklich gesehen und dachte mir so, du willst zweimal für einen dicken Arsch sterben? Zweimal? Geh ins Gym, bitte. Geh einfach ins Gym. Na, kannst du doch nicht ernst meinen. Wir kennen es ja von vielen Influencern, dass sie toxische Sachen bewerben. Das ist eine Sache, wenn es so materielle Sachen sind. Vielleicht schmeckt etwas nicht, was man bestellt, weil ein Influencer dafür geworben hat. Irgendeine App ist doch scheiße, die man sich geholt hat. Aber bei so Schönheitssachen, bei solchen ganzen Schönheitsdingern, das geht nochmal eine viel größere Stufe tiefer. Da geht es um dein Selbstbild, um dein Selbstwertgefühl, um dein Selbstbild, um deine Selbstwahrnehmung. Und da kommen wir jetzt zu, da haben Influencern viel größeren Einfluss, glaube ich persönlich, als wir uns selbst eingestehen wollen. Tanja Makaric, die Freundin von Julienko, hatte vor ein paar Monaten, habe ich gesehen, hatte die so einen Skandal, kann man sagen, weil die halt Werbung für Schönheitseingriffe gemacht hat in ihrer Story. Und es geht einfach so ultra schnell. Ich markiere euch die. Guckt euch die an, es ist wirklich, also es haben die schon echt gut gemacht. Über die habe ich schon mal geredet in diesem Photoshop-Video, weil sie ja ein sehr verzerrtes Bild von sich selbst und ihrem Aussehen hat und sich deswegen sehr stark bearbeitet. Mittlerweile hat sie sich auch diversen Schönheitseingriffen, also OP. Sie war bei solchen, ich nenne sie mal Social Media Ärzte, junge Menschen oder generell Menschen sich Schönheitseingriffen unterziehen. Diese Ärzte behandeln auch Minderjährige mit der Einverständniserklärung der Eltern und haben generell, was dieses ganze Schönheitskonzept angeht und so Moralität dahinter, glaube ich, eine sehr verwaschene Wahrnehmung. Ich habe euch ja das mit der Nase bei mir erzählt und richtig krass, ne? Einfach mit Hyaluron so ein bisschen reingetan. Tanja hat ihre Follower mitgenommen bei dem Prozess und Stories wie diese gepostet. Bruder, der hat doch voll die kleine Nase, Bruder. Guck mal, meine Nase an der Räumen. Weißt du, was ich meine? Wenn jemand sowas braucht, dann ich am
aufräumen, aber ich mach's trotzdem, ich weiß, was ich meine. Sie zeigt, wie unkompliziert es ist, so wie einfach das alles geht. Und ratet, was sie nicht macht. Über die Risiken aufklären. Und als erwachsene Frau zu thematisieren, was für eine Auswirkung das vor allem auf junge Mädchen hat. Ich bin mir sicher, sie hat auch ganz viele junge Followerinnen. Was für Gefahren es mit sich bringt. Nasenunterspritzungen, Leute. Hyaluron. Ultra gefährlich. Da hat Alicia Joe super Videos drüber gemacht. Verlinke ich euch unten. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Und guckt ihr euch gerne, gerne an, falls ihr gerade mit dem Gedanken spielt, irgendwas an euch zu machen. Sehr hilfreich. So, es kann so viel bei der Nase passieren, das Hyaluron kann wandern, die kann die Haut absterben und so. Es ist wirklich keine sichere Prozedur. Es ist schon ballsy, auch hier so deine Follower da mitzunehmen und diese schönen Aspekte davon zu zeigen, von dir selbst Vorher-Nachher-Bilder zu zeigen, um die Optimierung und Verbesserung zu sehen, so wie die sagen, Verschönerung. Das macht wirklich fett was mit dem Gehirn von einem. Diese ganzen Videos, die wir dann sehen, wir sehen ja so viele davon, ja, wir werden damit bombardiert. Und du fragst dich, hey, heißt es, Menschen mögen mich vielleicht auch mehr so wahrnehmen und so schön finden, wenn ich das so machen würde wie sie? Ist das was, was ich auch verschönert haben kann? Und es sah bei ihr in der Story ja ganz einfach aus. Das sind alles Sachen, so, das sind natürlich Gedanken, die aufkommen. Bei manchen weniger, bei manchen mehr. Aber je öfter du mit solchen Sachen konfrontiert wirst, desto mehr pflanzen sich solche Gedanken in deinem Gehirn ein. Oft auch unterbewusst. Und irgendwann, wenn sie es ins Bewusstsein schaffen, dann fängst du an, Preise zu googeln, Schönheitschirurgen. Machst dir ernsthafte Gedanken darüber, musst dich aktiv davon abhalten. Ich habe mir schon so oft Gedanken gemacht, oh, würde ich nicht das vielleicht an mir machen? Ja, die hat es ja auch so gemacht. Ein Todesopfer davon. Deswegen rede ich mit euch darüber, weil ich weiß, wie es mich beeinflusst. Und weil ich mir denke, Junge, ich weiß ganz genau, bei vielen von euch ist es auch so. Ja, Leute, das war gerade hier ein richtiger Hokuspokus. Ich habe mich umgezogen, weil meine Batterie leer war und ich in der Zeit Schoki gesnackt habe. Habe ich ganz viel gekleckert auf das schöne weiße Sweatshirt. So ein Trottel. Neuer Style. Hey. Ah, wo waren wir denn? Jeder hat Unsicherheiten und ich finde es wichtig, Unsicherheiten laut auszusprechen. Ich habe keine Ahnung, ob wir genau da stehen geblieben sind, aber scheißegal. Ich glaube, es ist wichtig, so eine gute Balance zu haben und vor allem, wenn man Unsicherheiten über sein Aussehen, meine ich, äußert, ist, glaube ich, wichtig, wie man das... Beinverlängerung. Guck mal, das Thema hatten wir mit dem Kollegen da hinten auch vor kurzem. Beinverlängerung ist halt so, okay, also ich will das auf keinen Fall gut reden. Wenn es irgendwann mal, Bruder, irgendwann mal zu irgendwas kommen sollte, dann vielleicht das, aber so 0,5%, Bruder. Weil meine Größe fuckt mich halt wirklich ab. Aber ich hab halt wirklich keinen Bock, 2 Jahre lang oder so rumzulaufen. Du weißt du, was ich meine? Formuliert. So, es kann schnell wirklich einen ganz schwierigen Einfluss haben auf die Leute. Influencer per se, finde ich, sollten sich 3-mal mehr Gedanken machen, wenn sie eine große Reichweite haben, was sie an oberflächlichen, eitlen Sachen über sich selbst äußern, obwohl sie in der Position von sehr viel Zuspruch sind, in der Position von sehr viel Pretty Privilege und in der Position, dass sie dem Schönheitsideal schon sehr doll entsprechen und dann sehr oft noch in der Position, dass sie Geld für Schönheitseingriffe haben und die dann auch manchmal wahrnehmen. Ich glaube, da wird es dann einfach, kann es einfach schnell kritisch werden. Gedankenexperiment jetzt, wenn die ganzen Leute, die Schönheits-OPs machen im Internet, die sich BBLs machen, die Lippen aufspritzen lassen, bla bla bla, all diese Sachen, wenn diese ganzen Menschen, die sich auch online so viel über ihr Aussehen beschweren, euch bei den Reisen mitnehmen, wie sie sich verändern und optimieren nach den jetzigen Schönheitsstandards, die übrigens sich dauernd ändern. In den 2000ern war so skinny sein in, so übertrieben skinny sein, das war nicht das Schönheitsideal, du sollst dünn sein, so, das war was ganz anderes. So eine Kim K war da halt eine Ausnahme und eher so wie ein Clown wurde die damals behandelt für ihre Figur. Jetzt ist der Trend halt anders so. Aber stellt euch vor, diese ganzen Leute, die solche Sachen promoten, würden ihre ganzen Attribute zum Beispiel eine breitere Nase, eine dünnere Lippe, kleinere Boobies oder so. Sie würden ihre Zeit damit verbringen, das wertzuschätzen und nach außen zu tragen, wie schön und toll und gut es ist. Heute fühle ich mich irgendwie besonders gut mit meinen schmaleren Lippen. Ich finde, sie sehen süß aus, wenn ich lache. Und ich hoffe, ihr mögt eure Lippen auch. Wie cool diese Nase ist. Wie cool solche Brüste sind. Juhu, dieser Vibe. Stellt mal vor, was ich realisiert habe, ist, Mädchen oder Menschen im Internet, die so Influencern folgen, verlieren immer mehr Menschen, Gesichter, zu denen sie sich selbst relaten können, weil alle sich nach dem gleichen Schönheitsideal operieren und im Internet die Idole, die Vorbilder, alle fast die gleichen Attribute haben. Wenn du auf Social Media unterwegs bist, einfach kaum mehr Leute findest, die eine andere Nase haben, also Mini-Pups.
Pupsi-Nase, fette Lippen. So eine Gesichtsform, so mega langes, markantes Kinn, mega die Jawline. Solche Wangenknochen. Im Mainstream findest du kaum Leute, die anders aussehen als dieses Insta-Schönheitsideal. So. Und vor allem diese richtig gehypten Baddies haben mir alle so die gleichen Features. Immer kleine Nase, Lippen, blablabla. Es ist ja, ihr wisst, was es ist. Ihr kennt das Spiel. Und wie soll man dann sich embraced fühlen in seiner Natur? Und das ist echt schade. Das ist echt schade. Wenn man sich es mal so überlegt. Das ist halt wirklich ein Problem in der Gesellschaft geworden. Ne? Junge, was für Probleme haben wir eigentlich in der Gesellschaft am Freund? Das ist so krass, Bruder. Übrigens, ich äußere einfach gerade wirklich meine Gedanken so. Ich bitte euch auch selber darüber nachzudenken und mir zu sagen, ob ihr mir zustimmt, ob ihr mir nicht zustimmt. So Nietzsche. Man muss immer selber denken. Ich habe jetzt einen Podcast über Nietzsche gehört. Und so kommen wir zu meinem letzten Punkt, und zwar falsche Idole. Und ich meine mit falsche Idole nicht, dass die Menschen das falsche Idol sind. Ich meine wohl eher falsches Ideal als falsches Idol, aber personifiziert. Falsche Idole in Form von, man setzt sich die falschen Idole und hat eine falsche Vorstellung von Idolen, was das Aussehen angeht, was das Oberflächliche angeht. Ein gutes Beispiel, finde ich, dafür ist Madison Beer. Sie ist ein Instagram-Model, sie ist Sängerin und sie wird immer genannt als so die Perfekte, das perfekte Aussehen und so das ganz Top-Tier-Schönheitsideal. Schönheitschirurgen sagen immer wieder, dass was am häufigsten ihnen bei Nasen gezeigt wird, dass Madison Beer ist, dass das immer die Nase ist, die sie gezeigt bekommen. Sie wirkt super süß, wie ein sympathisches Mädchen, alles. Bla, muss ich nur noch mal als Disclaimer sagen, damit Leute nicht direkt sagen, oh mein Gott. Sie selbst äußert online, sie hatte noch nie irgendwelche OPs. Sie bearbeitet ihre Bilder nicht. Ja, das habe ich wohl auch mitbekommen. Ich weiß nicht, Digga. Hat Madison wirklich noch nie eine OP gehabt? Sie sieht einfach so aus und sie mag es nicht und beschwert sich konstant aber darüber. Viele machen das. Viele sagen, ich hatte noch nie eine OP, aber haben dann irgendwie OPs. Ich glaube, selbst Kylie Jenner hat das ganz am Anfang gesagt gehabt oder so. Irgendwie sowas. Nee, die hatte Lippen-OP. Aber dass ihr vorgeworfen wird, dass sie OPs hatte, dass sie unrealistische Schönheitsideale kreiert. I don't care if y'all say, you know, oh, why are you so pressed about this? I'm pressed because I am not sending unrealistic beauty standards. I hope that I'm a role model for you guys and I try to always. Ich hab aber auch Bilder gesehen von Madison, als sie noch jünger war. Die sah damals auch so aus wie jetzt ungefähr. So, weißt du, was ich meine? Also, wenn man sie damals gesehen hat, würde man jetzt sagen, was? Jetzt ist sie das und so? Also, keine Ahnung, Digga. Say, don't compare yourself to this one, don't compare yourself to that one. So, let me get this straight. Ja, sie kann halt nichts dafür, dass sie so aussieht, bla bla. Damit habe ich ein Problem. Was sie genau in ihrem Gesicht hat machen lassen, kann ich nicht sagen, ich bin kein Experte. Viele Experten haben sich ihr Gesicht angeguckt, haben gesagt, ja, die hat auf jeden Fall Hyaluron an mehreren Stellen eingespritzt, Augenbrauenhebung, Lippen ist obvious, so irgendwie jeder hat ja die Lippen gemacht. Legit, Hailey Bieber, Kendall Jenner, Kylie Jenner, alle haben ihre Lippen gemacht. So, das ist ja nicht mal, das ist so ein No-Brainer heutzutage. Was man klar sagen kann, ist, dass sie viele Bilder von sich facetunen. Also wenn sie Bilder macht, bearbeitet sie sehr oft ihre Taille, weil auf vielen Bildern ist ihre Taille einfach schmaler als ihr Kopf, was halt einfach, Digga, so läuft's halt nicht. Und man sieht auch oft so Verzerrungen, zum Beispiel hier. Ihr guckt zu denen hoch und denkt euch, oh mein Gott, wie können die so perfekt sein, bla bla bla. Und damit ist nicht gesagt, dass die ohne das nicht perfekt sind. Die sind perfekt, das ist ja genau das Problem. Beziehungsweise das Schöne, aber das ist das Problem, dass die das halt anders sehen. Madison Beer hat eine mega, mega schöne Figur, aber sie hat halt auch keine Wespentaille, was halt auch nicht normal ist, weil die meisten Mädchen haben keine Wespentaille. Wir haben alle einfach eine gesunde, normale Taille. Manche haben natürlich mehr, wenn sie Sport machen, manche genetisch, ganz viele haben genetisch mehr Taille als andere so, aber Madison Beer hat einen mega schönen, normalen, gesunden Körper. So eine Kendall Jenner zum Beispiel, oder auch Kylie, man geht auf deren Profile und sieht so No-Make-Up-Fotos und so mega nahe Bilder und denkt, ja, deren Haut ist ja wirklich so krass, die sehen ohne Make-up so krass aus. Warum sehe ich nicht so aus? Warum habe ich Rötungen in meinem Gesicht? Warum habe ich irgendwas in meinem Gesicht? Das ist halt auch bei denen alles bearbeitet. Ja. Das werden die posten, bearbeitet. So sehen die dann ohne Make-up aus. Oder mit Make-up, aber halt bearbeitet. So sehen die dann ohne Make-up aus. Oder mit Make-up, aber halt nicht full bearbeitet. So dass die haben auch Hautstruktur, die haben Poren, Unreinheiten, so wie wir alle auch, weil das ist menschlich und das ist normal. Du kannst dich nicht mit dem Aussehen von jemandem vergleichen, der nicht mal selbst wirklich so aussieht, wie er aussieht, sondern einen sehr, 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 sehr weiten und sehr schmerzhaften Weg gegangen ist, um so auszusehen. Das habe ich vergessen zu sagen. Madison Beer hat sich auf jeden Fall die Möpse machen lassen. Das macht nochmal eine andere Figur, wenn du dünn bist und dir dann so mega groß... Ja, Bruder, das Video schweift jetzt so ein bisschen ab, ne? Ich weiß nicht.
Okay, krass. Wenn du Möpse machen lässt, dann siehst du halt nochmal so dünner und so anders aus einfach. Und dann guckt man das an und denkt sich so, oh mein Gott, sie wurde einfach so dünn und tiny petit geboren und hat dann so full Möpse. Und dann sagt sie aber, sie hat nichts gemacht. Ich fand's extrem cool, dass Ariana Grande jetzt bei Vogue zumindest ein bisschen über ihre Schönheitseingriffe erzählt hat und wie sie sich damit gefühlt hat und alles. Ich finde, das ist sehr erfrischend zu sehen, auch wenn sie es auch lange verneint hat und gesagt hat, sie hat nichts gemacht. Full transparency as a beauty person, as I do my lips. Had a ton of lip filler over the years and Botox. I stopped in 2018 because I just felt so too much. Es ist nicht schlimm. Es kommt der Punkt vielleicht, wo man aufwacht. Oder Ariana Grande ist ja echt dünn geworden. Ich habe irgendwas gesehen, mal, dass sie eine Krankheit hat oder so. Irgendwas. Stimmt das, Chat? Weil das würde mich echt interessieren, Walla. Sieht gar nicht mehr aus wie früher. Ja, ich weiß. Bruder, wenn du an Ding denkst, jetzt an Sam und Cat, ne? Sowieso gar nicht mehr. Danach, das war ja, glaube ich, ihre Prime, als sie da angefangen hat mit Musik. Jetzt, Bruder, gar nicht mehr wiederzuerkennen. Ich sagte, ich magersüchtig, ne? 100% fake, Bruder, das kann doch nicht fake sein, Digga. Magersucht. Ach, wo man sagt, hey, ich sollte vielleicht darüber reden und wo man auch vielleicht genug Selbstbewusstsein und Liebe aufsammelt für sich selbst, um zu sagen, ich habe mich selbst angelogen, ich habe euch angelogen. Und ich bin der Überzeugung, dass sehr viel davon aus internalisierter Misogynie entspringt und das daraus resultierende Streben nach der Anerkennung von Männern, nach Anerkennung für unser Aussehen. Man denkt einfach, man ist mehr wert. Und man strebt einfach danach, im männlichen Auge Anerkennung zu kriegen durch Sachen wie Zellulite entfernen, Haarentfernung am ganzen Körper. Und das finde ich so traurig zu beobachten, weil so viele reden sich ein und sagen, dass sie das für sich selbst machen. Ich judge die Leute nicht dafür, dass sie insecure sind und dass sie Sachen nicht an sich mögen. Das ist nicht meine Position. Die Tendenz finde ich einfach gerade erschreckend, dass man in solchen Massen, zumindest auf Social Media, sieht, wie Menschen so sehr Anerkennung möchten für ihr Aussehen. Anerkennung für dein Aussehen ist nicht nachhaltig. Sie vergeht. Und sie vergeht schneller, als man denkt. Frag mich einfach, wo wir wären. Auch ich frage mich, wo ich wäre, wenn ich nur halb so viel Zeit in Selbstliebe investieren würde, wie die Zeit, die ich dafür verwende, Makel an mir zu suchen oder mich zu vergleichen. Wenn ihr merkt, dass Posts, Bilder von diesen Menschen, Schönheitsidealen und sowas, wenn das einen negativen Einfluss auf euch und euer Selbstwertgefühl hat, wenn ihr merkt, dass ihr euch vergleicht, entfolgt den Leuten. Ihr könnt euch davon entfernen und ich glaube, es wäre gesund, sich etwas davon zu entfernen. Also das war mein Video. Ich habe jetzt full meine Gedanken laufen lassen. Ich hoffe, ihr mochtet das Video. Ich habe noch einen ganz großen Take auch bei Fitfluencern, der ein bisschen mit dem Thema zusammenhängt, also Fitness-Influencer. Da habe ich auch einen Take zu. Also, weiß ich, Fan, wenn ihr Bock drauf hättet, dann sagt Bescheid, dann drehe ich das vielleicht. Wenn ihr mal Bock habt, für Shikes zu modeln, schreibt gerne Shikes auf Insta. Wir gucken immer wieder. Meine Freunde sagen, ich bin ultra schlecht in Akzenten. Aber ich mag es, Akzente zu machen. So smash the fucking like button, guys. Leave a fucking comment. Leave a bloody comment. Das ist so schlecht. Wiedersehen macht Freude. Bis bald, Rian. Ja, starkes Video. 10 Minuten länger live gewesen, Digga. Für euch. Just for you.